Hier ist wieder Steffen von Love New York. Bootstouren mit Abendessen, also Dinner Cruises, zählen tatsächlich zu den größten Highlights und den meistgebuchten Touren überhaupt. Und das war für mich der Grund, mal eine der meistgebuchten Touren selbst zu testen an Bord der Spirit of New York. Vorab haben wir ein Package gebucht, wo das Essen inklusive drin ist, dass die Getränke inklusive sind. Und ja, ich nehme euch jetzt mit und werde euch dann am Ende sagen, ob es das alles dann wert ist oder nicht. Viel Spaß dabei und kommt mit an Bord. Ja, wie ihr seht, hat das Boot gleich mehrere Decks. Zwei Unterdeck, da wird gegessen. Zwei Außendecks. Auch das Boot ist schon schön, aber ihr wisst das, ihr müsst nach oben gehen. Da habt ihr den allertollsten Blick. Ja, weil ihr ganz oben seid. Und der Blick ist wirklich schön, schaut mal. Und ich finde, mit diesen Bildern kann wirklich die Dinner Cruise gut starten. Ja, los ging unsere Tour. An den Schiffen hier. Da hinten an dem weißen Schiff. Da ging es los. Wieder, das ist Pier 62. Ganz leicht zu erkennen, ist in der Nähe von den Hudson Yards. Dort ging es los. Wohin fahren wir? Wir fahren von hier in den ganzen Hudson River hoch bis runter zur Freiheitsstatue. Das wird richtig, richtig schön. Und vor allem, weil die Tour doch eine ganze Weile geht, werden wir New York im Hellen erleben und im Dunklen. Da freue ich mich wirklich drauf. Und ihr wisst ja, New York vom Wasser zu erleben, ist richtig schön. So, und jetzt hier ein paar Eindrücke von unserem Start. Kurz nach eurem Start seht ihr diesen tollen Blick auf die Skyline. Das ist einfach atemberaubend. Und wie gesagt, ich war über 20 Mal hier. Es wird einfach überhaupt gar nicht langweilig. Von links angefangen, da sind die Hudson Yards mit der Aussichtsplattform The Edge. Dort startet übrigens die Highline. Einer meiner Lieblingsparks in New York. Und von den Hudson Yards können wir weiter nach rechts schauen. Nicht zu verkennen, das Empire State Building, eine absolute Ikone. Ich liebe es. Und das zweite Gebäude daneben, das da, ist das Summit. Da habe ich ein extra Video für euch. Einfach nach oben gucken oder nach unten in der Beschreibung. Richtig, richtig schön. Und was euch auffallen wird, wie mini klein das Chrysler Building ist. Denn mittlerweile sieht man es gar nicht mehr in der Skyline von hier. Da braucht man schon ganz spezielle Winkel. Aber es wird noch viel schöner. Achtung, ich gucke mal zu unserem Ziel. Es geht Richtung Freiheitsstatue. Viele Schiffe werden wir sehen auf dem Weg dahin. Und ich liebe ja, das One World Observatory. Wunderschön. Also bevor der erste Gang jetzt schon serviert wurde, warten wir jetzt noch drauf. Also unser Menü wird so ein Buffet sein, wo man so Tischweise aufgerufen wird, sodass das auch gar kein sozusagen Chaos gibt. Nutzen wir hier die Zeit, das volle Wetter zu genießen auf dem Upper Deck. Ich werde beobachtet von der rechten Seite, das werde ich jetzt noch zeigen. Wetter ist natürlich ideal und das ist genau die richtige Einstellung. Dann nachher unten ans Buffet zu gehen, weiter zu essen, sich noch ein Wiener zu nehmen oder was auch immer ihr euch gerne trinkt. Und dann solltet ihr es genau wie wir es hier machen. Wieder hoch, Sonne genießen, Wetter genießen, tollen Ausblick genießen und einen schönen Abend haben. Also so sieht der Start von so einem Dinner Cruise ganz gut aus, muss ich sagen. Jetzt blende ich mich. Mittlerweile sind wir wieder an dem wunderschönen One World Observatory angekommen. Ich kann mich an dem Financial District nie satt sehen. Es ist so schön, es ist richtig viel los. Die Segeltour, die ich heute Mittag gemacht habe, der Schoner ist hier gerade vorbeigefahren. Ich verlinke es euch auch oben drüber. War eine ganz, ganz tolle Tour. Und jetzt ist das Glück, sogar abends noch mal da zu sein. Es ist einfach komplett traumhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Richtig, richtig schön. Ich nehme euch auch mal mit rüber auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich was zu sehen. Und zwar ist hinter mir die Freiheitsstatue. Auch an der kann man sie nicht satt sehen. Da seht ihr sie, da oben ist die Freiheitsstatue. Und wir waren gestern bei Willy Wall. Auch dazu gibt es ein Video, auch oben drüber und unten drunter.
Das ist dieser kleine, coole Spot. Ich muss hier das mal finden. Neben Ellis Island. Wie ihr seht, sind wir schon ein ganzes Stück den Hudson River runtergefahren. Ich kann auch sagen, die Atmosphäre ist super entspannt hier. Also ganz, ganz ungezwungen. Das finde ich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, an der Tour. Man kann es richtig gut aushalten. Wetter spielt natürlich komplett mit. Was sieht man noch? Neben unserem schönen Financial District. Ihr seht ganz da hinten, da und auf der anderen Seite auch, sehen wir Governors Island. Das war früher nur in den warmen Jahreszeiten offen. Mittlerweile ist es die ganze Zeit offen, ganzjährig. Und immer ein Besuch wert. Von dort habt ihr einen der schönsten Sonnenuntergänge, den ihr über New York oder in New York genießen könnt. Ganz, ganz schön. Im Sommer gibt es das Governor Island Festival. Also hier ist immer richtig was los. Und das Schöne ist, wir stoppen nicht im Hafen, sondern es geht noch weiter. Wir hatten gerade den Blick auf die Freiheitsstatue. Die Sonne ist am Untergehen und es wirft so ein schönes, warmes Licht hier auf New York. Einfach traumhaft. Jetzt geht's weiter. Wir sind direkt an der Südspitze mittlerweile angekommen. Ihr seht hier den Battery Park. An dem Zelt fahren die Fähren zur Freiheitsstatue los. Hier seht ihr die Staten Island Ferries. Richtig, richtig schön. Noch ein Stück weiter daneben starten die Fähren nach Governors Island. Also es ist einfach schön. Und ich weiß, ich habe die Szenen schon bestimmt 100 Mal aufgenommen und es wird einfach nicht langweilig. Jetzt fahren wir den East River hoch Richtung Brooklyn Bridge und das wird auch nochmal richtig schön werden. Auf dem Weg dahin fahren wir am wunderschönen Brooklyn Bridge Park vorbei. Ist für mich eine der schönsten Parks überhaupt. Wenn ihr auf der Suche nach einem tollen, tollen Spot seid, um den Blick auf die Brooklyn Bridge und den Brooklyn Bridge Park übrigens zu genießen, kann ich euch das One Hotel Brooklyn empfehlen. Die haben eine ganz, ganz tolle Rooftop-Bar. Für mich eine der schönsten überhaupt hier in New York, weil der Blick so herrlich ist. Und du bist halt super nah an der Brooklyn Bridge und das ist einfach ein unschlagbarer Blick. Wunderbar. Ihr seht vielleicht da hinten schon die Ferries anlegen. Ich zoome mal ein bisschen ran für euch. Da hinten legen die Ferries an. Die pendeln zwischen Brooklyn, wir sind hier in Dumbo, das sehen wir aus Dumbo. Und direkt gegenüber auf der anderen Seite ist Manhattan. Und die pendeln in einer Station hier rüber. Das heißt, ihr könnt wunderbar und ganz entspannt Brooklyn erreichen, wenn ihr wollt. Vergesst aber auf keinen Fall noch auf die andere Seite vom Schiff zu gehen, weil dann schaut ihr nicht auf Brooklyn, sondern auf Lower Manhattan mit den vielen verschiedenen Piers. Das ist Pier 16, unfehlbar, mit den festgemachten drei Masten. Hier seht ihr mal einen anderen Blick auf die Rooftop-Bar, da oben ist sie. Und wenn ihr lecker Eis essen wollt, geht unbedingt dahin. Da gibt es richtig leckeres Eis. Und wenn ihr ein romantisches Date habt und nach einem tollen Restaurant sucht, müsst ihr unbedingt dorthin gehen. Das ist das River Café. Unbedingt vorher reservieren. Richtig, richtig schön. Ein weiterer Spot, den ich super gern mag hier im Brooklyn Bridge Park, ist da oben. Das ist der Time Out Food Market. Und man kann dabei was Tolles essen, was Tolles trinken und man kann draußen auf so einer kleinen Außenfläche stehen und ihr habt einen so schönen Blick auf Jane's Karussell, den Brooklyn Bridge Park, auf die Brooklyn Bridge und natürlich auf die Manhattan Bridge. Richtig toll. Eigentlich zu jeder Jahreszeit, ja, zu jeder Tageszeit immer ein Besuch wert, aber wenn wir ja jetzt gerade Sommer haben und es so schön warm ist, ist das natürlich das Allergrößte. Ja, kurz nach der Brooklyn Bridge ist dann die Hälfte der Reise erreicht. Dann drehen wir um direkt vor der Manhattan Bridge. Und dann ist es soweit. Sonnenuntergang. Oh Mann, das ist so schön, Leute. Ach ja, wie die Amerikaner so sind, haben sie so eine ganz tolle Art und Weise,
den Sonnenuntergang zelebriert. Hier wurde die Nationalhymne gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt im Hintergrund hört. Hier ist Frank Sinatra wird gerade gespielt. Und es passt einfach zu dem Abend. Es ist wunderschön. Unten gab es gut zu essen. Es war vom Buffet. Gab drei Hauptgerichte, Gemüse, Salate dazu. Also alles gut. Diverse Weine. Also euch wird es hier gut gehen. Und mit dem Blick, ja, es ist wirklich einfach unbeschreiblich schön. Ich mag einfach Lower Manhattan. Wunderschön. One World Observatory. Und ja, kann ich euch die Tour empfehlen? Kann ich die Tour empfehlen. Es ist richtig schön. Ganz, ganz toll. Und das sind noch die Eindrücke von der Freiheitsstatue beim Sonnenuntergang. Einfach schön. Ich lasse euch noch ein paar Eindrücke da. Ich mich später noch mal. Das ist so schön. So ihr Lieben, was ist mein Fazit von der Cruise hier auf der Spirit von New York? Ist eine tolle Tour mit richtig schönen Ausblicken, gute Laune an Bord, es ist ganz, ganz entspannt. Kann ich es euch empfehlen? Ich kann es euch empfehlen. Sie macht wirklich Spaß. Essen, das ist gut, ist ein oberes, gutes Segment. Ihr habt eine tolle Auswahl da, auch an Drinks gibt es eine große Auswahl. Also, hier werdet ihr auf jeden Fall eine richtig gute Zeit haben. Ich sag wie immer, danke fürs Ansehen vom Video. Du findest noch mehr Informationen und so auch zu den Tickets unter dem Video. Also einfach auf die Links draufklicken. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat, das Video, wenn dir das geholfen hat. Und sonst sage ich, hab eine ganz, ganz tolle Zeit beim Inspirieren lassen, bei der Reisevorbereitung und noch viel wichtiger, hab eine tolle Zeit von New York. Tschüss, euer Steffen von Love in New York.